Ah, nee, genau. Ja, ich habe die alle da super durchmoderiert. Wie ah, das ja, ja. Ich, natürlich. Ich, oh Gott, ich bin der beste Mann. Natürlich, natürlich, natürlich hast ich du das. Ich hab da eine Ahnung von, der Tom, der, das darf ich jetzt nicht sagen, ne, hm, von. Ah, ja, von. Der. Mhm. Ja, natürlich. Ja. Ja, ja, ist klar soweit. Soll ich mal was sagen? Ja. Meine beste Freundin, die schaut das auch. Und ich kann dem überhaupt nichts abgewinnen. Es ist mir einfach sowas von egal. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist oder so, um Gottes Willen. Nö, nee, das kann ich auch nicht. Das kann ich auch nicht sagen, dazu müsste ich es kennen. Kann ich darum einfach nicht verstehen. Geht mir bei einigen Sachen so. Aber wer es mag, ne, der kann sich das gehört. Ja, Gottes Willen, natürlich. Wie gesagt, ich. Ich verteufel es nicht, um Gottes Willen. Der Super Bowl war ja damals, also ist ja ursprünglich eigentlich eine US-Sache und dass es so hier so viele Fans überhaupt bekommen hat, ist ja schon mal, finde ich, sehr respektabel. Ach ja, ich bin ja hier nur wegen der Kiste hin. Ich erinnere mich wieder. Aber wie heißen denn diese einen, wo die, sie so drauf ist? Hier, warte mal. Nee, 69ers? 49ers? Keine Ahnung, irgendwie sowas, weiß ich nicht. Das schaut sie ach, du grüne Neuner. Die spielen. Großes, böses Drachi. Oh, ich sehe da hinten, dass ich da hinten hin muss. Ja, dann waren es die 49ers. Das, wie gesagt, ich weiß, genau. ich weiß es nicht genau. Ich bin da halt auch komplett raus, ne? Ich weiß nur, sie hat ein Zippo davon. Da ist so ein, halt dieser Helm drauf und dann ist da halt diese Ziffer hinter. Kämpfen wir gegen das Viech oder lassen wir es? Natürlich kämpfen wir gegen das Vieh. Kleine Elfen. Ja, mit dem. Ja, genau. Dufte. Okay, schwächer als gedacht. Da kriegt sie wirklich alles von. Was für eine Frage, Marius Pferdig. Ja, ist ja gut. Entschuldige, dass ich gefragt habe. Sekundlich nur. Entschuldigt mein Papa. Weil er scheint jetzt erst im Rest, aber es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Also das könnte ich. Was Schönes zum Gruseln. Mach das Vieh platt. Mach das Vieh platt. Mach das Vieh platt. Mach das Vieh platt. Eigentlich ist der Drache echt hübsch. Ja, kannst du dir als Mount. Leider nicht. Und dann Rauser. Alter, wie oft soll ich eigentlich nur auf die Rolle drücken, bis der endlich mal wegrollt? Raus aus der AOE. Ja, da funktioniert doch so leider nicht. Weißt du, wie doll ich eigentlich die R2-Taste drücke? Keine Ahnung, sehe ich nicht. Du müsstest das fühlen. Das erbebt, da erbebt schon die Erde bei. Schmeiß doch den Pokéball drauf und schnappen dir. Ich habe keinen Pokéball. Ja, dann. Ich habe auch keinen Ring, den ich ins Feuer werfen kann. Davon hat gar keiner gesprochen. Ich weiß aber, dass das als nächstes gekommen wäre. Von mir nicht, nein. Ich rede vom Pokéball, nicht vom Ring. Ja, aber als nächste Alternative zum Pokéball. Wie willst du denn mit dem Ring im Drachen fangen? Weiß ich nicht. Du kannst mit einem Ring auch, wenn du ihn ins Feuer wirfst, die Welt retten. Auch ein bisschen unlogisch. Ja, aber es geht jetzt nicht um den Ring, es geht. Ach komm, mach einfach weiter. Mach einfach weiter. Das ist ein Torpedo, den du in einen Luftschacht schießen kannst. Leider nein. Das sind alles Dinge, die besitze ich nicht. Karius, Torpedos ist doch für Wasser, also U-Boot und so, also. Wäre aber auch eine Möglichkeit. Müsste ein Land ja irgendwie fast genauso funktionieren. Eigentlich nicht, nein. Naja, du schießt. Protonentorpedos. Ah, Protonentorpedos. Das ist natürlich etwas anderes. Oh, wir haben es bald geschafft. Wir haben es bald geschafft. Die Voyager.
Wir haben es nicht bald geschafft. Wir haben es nicht bald. Ja, was denn nun? Naja, ich dachte, oh, hier einmal nur rum. Ja, wir müssen aber noch mal hinten in den Raum. Also müssen nicht, aber ich will, weil es könnte ja sein, dass da was Cooles drin ist. Auf jeden Fall. Ein Todesstern kannst du schlecht anschreien, damit der explodiert. Weißt du nicht? Hast du es versucht? Hast du es versucht? Vielleicht funktioniert das ja. Vielleicht wäre das die geheime Technik gewesen. Und danach nur eine Runde Herbert. Nein. Nein, nein. Nach Tales of Arise ist Schluss. Ich stell mir das gerade vor. Luke Skywalker steigt aus seinem X-Wing mit um. Und den Todesstern an. Nope. Wäre doch auch ein alternatives Ende. Da kommen die Credits. Herbert ist nicht, den gab es heute bei mir zum Mittag. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, Herbert. Nee, Herbert gibt's, wenn ich Freitag streamen sollte, was ich bisher nicht glaube. Aber wenn, kann ja sein, dass es mir ganz gut geht. Gibt es wenn am Freitag wieder. Nee, jetzt nicht, weil bei Hybrid gab's ja Hase. Dam, dam, dam. Herbert ist tot. Ja, aber es gibt ja... Ich hoffe, er hat wenigstens geschmeckt. Es gibt ja Milliarden von Hasen. Das heißt ja nicht, dass es ausgerechnet der Hase ist. Ich weiß, dass Herbert noch bei mir drin sein wird. Also in meinem... Hybrid weiß, was er erlegt hat. Nein. Oh, bei Hybrid ist es nur Hauptsache, es gibt weniger männliche Bunny Boys. Und da ist es ihm egal, welcher Bunny Boy als erstes auf dem Teller landet. Hauptsache, es landet einer auf dem Teller. Aber hat auch nicht Unrecht. Was ist jetzt mit Cordula? Ist sie ja wieder Witwe, Single? Nee, war die verheiratet? Verheiratet waren wir leider noch nicht. Also dann ist sie Single. Nee, Cordula ist noch kein Single. Nein. Als wenn Herbert Cordula allein lässt. Herbert findet ja nie wieder eine andere Frau. Es ist ein Wunder, dass Cordula ihn überhaupt will. Dann ist sie jetzt wohl alleine. Ist sie nicht, weil er ja noch lebt. Er stirbt erst dann, wenn ich auf Löschen drücke. Dann ist Herbert über dem Jordan. Erst dann. Vorher ist nicht mit Herbert tot. Dein Kampfgeist und dein Überlebenssinn für Herbert so geil. Er lebt. Ja, ich gebe. Ich mag es ja nicht. Nein, mach ich nicht. Selber geschossen, das Ding. Nee, glaube ich dir nicht. Schon, aber einfach fand ich gerade beim Tanz. Also außerdem, Hybrid würdest du Mappa das nicht antun. Also, beziehungsweise Corolla. Das würdest du ihr nicht antun. Alter. Kann einer da. Danke. Ich wollte gerade sagen, kann einer der Heiler die Güte haben, aber da ist es dann doch schon passiert. Und dann würde ich Heiler wieder zur Adoption freigeben. Alter. Sehr gut. Hatte Maßnahmen bis mit hatten Maßnahmen. Ja. Alter. Ja, also Mappa hat's drauf. Mappa hat's drauf. Ich möchte mich auch nicht mit anlegen. Mappa möchte dich jetzt Feinde haben. Nein. Mappa möchte ich echt nicht als Feinde haben. Ich glaube, das überlebe ich nicht. Dann wandere ich nach Australien und nach den Philippinen aus. Warte mal, was heißt denn hier wieder? Ja, dann mach dir mal Gedanken, Hybrid. Oh. Ich buch schon mal ein Ticket. Moment. Ich buch schon mal ein Ticket. Oh. Hybrid, wir müssen hier weg. Wir müssen hier ganz schnell weg. Pack deine sieben Sachen. Nur das Notwendigste.
habe ich sie adoptiert. Ich wünsche euch noch viel Spaß und eine gute Nacht. Dir auch, Vakarius. Und vielen, vielen lieben Dank nochmal für deinen Raid. Bis zum nächsten Mal. Das gut. Und dir morgen einen schönen Tag. Nein, bin ich blöd. Naja, egal. Oh, kann mal einer die heilen? Danke. Auti. Schnucki Putz, ich will das ja jetzt nicht unbedingt laut sagen, aber ich sag mal laut, die hören das nicht, wenn du das sagst. Also auch, doch, das hören die! Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Das hören die! Brauchen. Die haben ja Gefühle! Ja. Alles klar. Das ist klar wie Kloßbrühe. Ich schon mal auf der Ticketseite bin. Au! Ich wollte gerade sagen, du weißt eh nicht, wo ich wohne, aber du hast ja meine Adresse. Ich hab deine Adresse. Ja. Zina, pack schon mal deine 7 Sachen zu sehen. Die sind im Discord und sind stumm gestellt. Meinst du? Nein, ich bin tot! Also, nur mein Charakter. Tektonischer Strahl. Oh, ich wurde wiederbelebt. Mensch, das hören die doch. Oh, ich bin wieder tot. Na, gerade verloren ist auch, ne? Ja doch, ich wurde ja wiederbelebt jetzt. Ja. War ja mein Fehler. Ja, die haben einfach die falschen Makros. Also, die haben die falsche Mechanik, also Taktik. Ja, die sind das einfach falsch. Das ist halt einfach so. Ah, du laberst auch eine Scheiße, ne? Ich hab von der Besten gelernt. Ja, stimmt. Siehst du? Deiner Mami! Was? Nein, ich kenne deine Mama ja gar nicht. Wobei, doch, ich hab, glaube ich, einmal, da hatten wir telefoniert, das ist aber Jahre her. Da war deine Mama, glaube ich, zu Besuch. Kann sein, ja. Und ich glaube, einmal habe ich mit ihr tatsächlich telefoniert, weil ich aus dem... Sie riecht auch Mund nach Kochsalz. weil ich aus dem Off nur... Oder da hatte ich ja mit ihr telefoniert und dann meinte ich nur so, grüß deine Mama mal ganz lieb. Ja, hier, willst du mit ihr reden? Stimmt, was? Stimmt, ja. Hä? Stimmt. Und ich dann so, Oh Gott, das ist aber echt schon lange her. das war in unserer Anfangszeit, wo ich dich kennengelernt habe. Ja. Wo man noch über normale Tastenhandys da telefoniert hat. Stimmt, ja. Vor der Smartphone-Zeit. Ach, guck mal, wie alt du bist, ey. Nicht. Du bist älter als ich. Gar nicht. Psst jetzt, sehr ruhig. Kämpf da jetzt. Und halt aber ich kenne die Zeit ohne Smartphones, kenne ich auch noch. Ja. War das eine schöne Zeit. Ich hätte mal und nur noch 100 SMS frei am Tag. Genau. Das war ein Triumph, da war ich 16. Und diese Panik, wenn man auf die Internet-Taste gekommen ist und dann plötzlich im Internet war. Diese Panik. Das hatte mein erstes Handy tatsächlich noch nicht, nein. Also mein allererstes auch nicht, das was ich danach hatte. Was ich danach von meiner Mutter gekriegt hatte, das hatte dann schon Internet. Und immer diese Panik. Diet. Und du hast nur gesehen, wie das Geld geflossen ist in Richtung Ende. Ich dachte so, scheiße, ich muss hier raus. Ja, das hatte ich nicht. Okay, Hybrid, mach das. Wie das Handy, ich muss die Beine bewegen, die tun gerade echt weh. Ja, mach das. Ruh dich aus. Vom Handy lässt es sich genauso gut zugucken. Würde ich behaupten. Der Vorteil ist, vom Handy laberst du auch noch genauso viel Scheiße, ey. Also jetzt du, ja. Wie jetzt hier, also das ist ja der Vorteil. Nee, am Handy laber ich noch mehr Scheiße. Ach, ist das so ein Abo? Ja. Das ist das neue Abo-Modell. Pro Abo-Stufe laber ich mehr Scheiße. Und dann kommt es natürlich auch noch drauf an, von wo abonniert wird. Vom Handy oder vom PC. Den kleinen Stück du. Sambo-Abo, ja genau.
Ist das dein Jumbo? Jumbo Abo Number 5. Hätte ich auch. Raus da, raus da. Ach, ich bin gestrennt. Hä? So halt kann ich doch gar nicht sein. Das heißt, also Sari ist besser auf dem Handy, aber Kaya im Gesicht. Das weiß ich sehr zu schätzen. Aber du bist nicht alt. Ich bin älter. Also bitte. Und Hybrid und Adare sind ja quasi hier die Küken. Hybrid ist jünger als ich. Ja, deswegen haben wir gesagt, du und Hybrid, ihr seid hier quasi die Küken. Ich bin kein Küken. Ich werde 26. Weil so viel auseinander seid ihr, glaube ich, nicht. Nö. Viel sind wir nicht auseinander. Aber ich bin trotzdem kein Küken. Boah, ist 26. Also fast. Fast 26. Ich wollte sagen, habe ich was verpasst? Noch bist du nicht 26. Aber ich bin quasi im 26. Lebensjahr. Ich bin alt. Immer dieses Alter-Shaming. Ja, ist so dufte, ne? Immer dieses Alter. Ich kann auch nichts dafür, dass ich 29 bin. Du bist nicht 29. Das wirst du auch nicht mehr werden. Das weißt du nicht. Ich sag immer, das ist immer wie du. Das weißt du nicht. Doch! Ausnahmsweise weiß ich das! Gar nicht. 29 plus 10, ja genau. Du alte Gewitterhexe. Nein, so alt dann auch noch nicht. So, ich sage schon mal, gleich wird eine Szene kommen. Da ist ein Sternchen. Okay. Also einmal Roll dazu. Yes! その体はレナ全体と同化してるって話だったよな。ってことは、俺たちはもう精霊の中にいるのか？あたりの様子からして、そういうことになるのだろうな。登るほどにレナの精霊力の高まりを感じる。どうした、リンメル。気分でも悪いのか？うん、そうじゃなくて、このあたり、少し周りより多めに精霊力が集まってるんだ。レナのってことか。うん。それでダナの意志に触れた時みたいに、もしかしたらレナの意志が何を考えているかわかるんじゃないかって。レナの意志はダナと違って強いのよ。下手に接触して操られてしまう危険はないの。多分大丈夫だと思う。レナの意志はレナのものにしか及ばないはずだし、精霊の考えがわかれば何かつかめるかもしれない。でも万が一のことがあるし、私だけでやってみるね。おい待てよ、そんなもんね。リーベル、今のは大丈夫か、リンメル。意識は無事か。うん、大丈夫だと思う。バカ、いきなり無茶するやつがあるか。本当よ、どうなるかと思ったわ。あ、ごめん。でも少し分かったよ、精霊の考え。うん、気持ちかな。レナの精霊は世界を完成させたがってる。完成ってどういうことだ。何か作りかけだってのか。うん、
ダナとレナはね、本当は一つの世界として生まれるはずだったんだ。でもそうならずに二つに分かれてしまってる。それを完成させたいんだよ。一つの世界って何なんだそれ。わからないけど、レナの精霊ははっきりとそう思ってる。ただダナと違って集中するあり方のせいで、それより先に自分が消えてしまいそうになってる。だからそうなる前に自分がダナを吸収することで一つになろうとしている、そういうことか。レナの精霊は怯えてる。でもそれは人間みたいに理屈で考えてるとかじゃなくて、もっと純粋な混じり気のない感情みたいなものだよ。さながら動物のようにか。いや、動物の方がまだ意思疎通が可能かもしれんな。果たして我々を意識ある存在として認識しているかどうかさえ怪しいものだ。だが治水化風の精霊力はどちらの世界にもあるのに、闇と光はそれぞれレナとダナにしか存在しない事実、そして一連の精霊力搾取の要であるレナス・アルマが6属性であること、いずれもリンウェルの話を裏付けている。イバラも同じなんだろうか。ダナとレナを一つにすること、自分が生き延びること、イバラが精霊の一部なら同じように生き延びる。どうしたの。シオンが死ねばイバラは解放されるはずだった。それなのにイバラはシオンが死なないようにした。理屈から行けば筋が通らない。もしかしてイバラにはただ自分が滅びたくないという思いしかなくて、その強い思いと力が結果として器であるシオンをも生かし続けたんじゃないだろうか。だとしたらイバラに触れた時の痛みはイバラ自身が自分を守ろうとしたためか。それがもし本当なら皮肉な話ね。精霊はただ望むのみ。それを具体的な計画に整えるのはヘルガイム・キルの仕事だったのだろうな。シオン大丈夫、早く片付けてしまいましょう。それにしても世界の状態すら間違ってるって勘弁してほしいぜ。まったく、精霊が求めるあるべき世界の姿、もし最初から世界が一つだったらダナもレナもなくこんな風に戦わずに済んだのかもな。Ist ja nicht so, dass das ganze Spiel etwas zu viel Input hat, ne? So, du singst noch. Ach so. Kaya? Hm? Nein. Einfach nein. Was nein? Okay, was hast du denn erstellt? Ich müsste jetzt einmal, ich müsste einmal raustappen, um... Warum habe ich auf Pause gemacht? Ich muss einmal raustappen. Geburtstag. Okay, das ist echt eine gute Idee. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Damit man sich in die Liste eintragen kann, ne? Wenn man weiß, wann wer Geburtstag hat, so. Du kannst mal ein und dich einen Satz zu geben. Ja, ist eine gute Idee. Wer nicht möchte, muss das ja nicht machen, aber nee, find ich gut. Finde ich echt gut. Heilen wollte ich.
So, mal sehen, wann wir den großen Geist hier treffen. Ich würde ja gerne mal gucken, ob wir jetzt endlich zumindest eine der Waffen herstellen können, weil wir, glaube ich, ein oder zwei Materialien gefunden haben für das, was dann noch kommen, das, was wir erstellen können. Alter, wollen die mich eigentlich verarschen? Ja, guck dir mal an, wie viel hier noch kommt. Wir trocken das einfach von der Kamm. Alter, wollen wir mich verarschen? Ja, ich will das Ding hier mal beenden. Ja. Also ich finde das Spiel echt toll, aber... Ist gerade nicht mehr so. Ja doch, aber... Oh, ich liebe das Spiel. Ja, es hat halt immer eine Überraschung offen, ne? Ja. Du denkst halt, okay, ne? Ja, bis zum letzten Gebiet. Jetzt geht's ja so langsam, ne? Und dann... Oh. Falsch gedacht. Das ist so eine... Oh, du denkst, das wäre vorbei? Oh, du hast dich so geirrt. So ähnlich ist das Spiel. Denkst du. Genau das. Du denkst. Nein, nicht sehen, bitte. Auf der Mauer, das ist kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der La. Oh, wir sind Level 53. Schön. Das wird ja immer mehr. Ich war gerade kurz abwesend. Was? 53? Oh, das ist gut, ja. Level 53, ja. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Weißt du überhaupt, wie gut das ist? Sehr gut. Also wir haben auf Level 45... auf 45 sind wir hier ins Gebiet reingekommen. 53 haben wir jetzt. Also, ja. Gut. Ja. Wir haben gut aufgeholt. Omega-Elixier. Uiuiui. Was macht denn das Omega-Elixier? Das ultimative Heilmittel, das die KP bei allen Verbündeten vollständig wiederherstellt und K.O. sowie körperliche Leiden heilt. Nee, Max-Level bin ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, was Max-Level ist. Warte mal. Jetzt tapp ich doch raus, na egal. Jetzt tapp ich doch raus. Level 100. Level 100 ist Max-Level. Level 100. Da musst du aber sehr verwirrt gewesen sein. Dachte, das wäre FF14. Dann haben wir aber vieles nicht gemacht, oder wie? Ja, ich gehe mal von aus. Obwohl ich ja bis zu dem aktuellen Stand, also bevor wir in die Ebene reingegangen sind, hatte ich ja alle Nebenquests gemacht. Also ich hatte eigentlich alles gemacht. Durch das Level, was wir jetzt gerade machen, sind aber schon mal neue aufgetaucht, aber die mache ich jetzt nicht mehr. Ich will das Spiel halt wirklich so langsam beenden. Wir machen ja sowieso einen zweiten Run. Und im zweiten Run würde ich dann auch wirklich versuchen, alles zu machen. Also wir versuchen einen 100% Run, aber ob es dann wirklich ein 100% Run wird, weiß ich nicht. Dafür muss ich halt auch erstmal den perfekten Guide finden. Da muss ich erstmal ein bisschen Zeit ins Land gehen, bis dann auch die ganzen Guides da sind. Ja, das kann ich. Pink Fluffy! Pink Fluffy Unicorns dancing on rainbows. 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 Da freut sich Kaya immer. Nicht wahr? Ja, ich.
zurück. Also wenn du musst jetzt mich hier gerade abenden. Ja, komm schon! Nein! Ach scheiße, das bricht leider den Boost nicht, egal. Ah. Na, wir schaffen es ja trotzdem. Nein! Angriff abgebrochen. Aber jetzt soll es wieder funktionieren. Wieder mal vernünftige Musik. Pink Fluffy ist vernünftige Musik. Jeder, der was gegen Pink Fluffy sagt, hat keinen Geschmack. Nicht wahr, Kaya? Scheiß auf Pink Fluffy. Okay, wir unterhalten uns gleich. Mit dir muss ich noch ein ernstes... Aber es ist nur noch besser als Nyan Cat. Also. Nyan Cat! Das kann ich leider nicht nachmachen, die Geschwindigkeit kriege ich nicht hin. Also Nyan Cat ist noch viel beschissener, ja, das stimmt. Wollen wir mal gucken, nicht, dass jetzt gleich eine Sequenz kommt. Okay, nee, sieht nicht danach aus. Pink Fluffy gibt doch gute Laune. Ja, ist so. Pink Fluffy gibt mega gute Laune. Jeder, der dadurch keine Laune kriegt, ist ein Muffel. Alter, wie viele Türen wollen sie haben? Ja. Yeah. Alter. Ja. Da, vor allem, die Punkte stapeln sich einfach nur, ne? Die komplette Liste, diese Punkte, ne, die werden einfach nicht weniger, sie werden immer mehr. Irgendwie ist es ja echt geil, ne? Aber es sieht halt auch alles gleich aus. Weil diese Rosen halt echt schön sind. Und besser keinen Geschmack haben, als Pink Fluffy gut finden. Ey, Pink Fluffy ist mega cool. Vor allem auf einer Party die 10-Stunden-Version. Also wenn nicht auf jeder Party mindestens einmal die 10-Stunden-Version angemacht hat, der hat was verpasst in seinem Leben. Das gehört auf jede Party. Definitiv. Pink Fluffy. Nö, aber deswegen mag man mich ja auch. Wer? Weil ich nicht normal bin. Wer bitte macht auf seiner Party jetzt mal ohne Scheiß, ohne Witz, wer macht auf seiner eigenen Party eine 10-Stunden-Version von Pink Fluffy Unicorn? Frisches und ich. Wir haben das schon mehrmals gemacht, die 10-Stunden-Version angemacht. Und dir macht auf seiner Party eine 10-Stunden-Unicorn-Version an. Meine beste Freundin. Okay. Geh nach Hause, ey. Der beste Freund von Frisches ebenfalls. Der macht das auch. Und eigentlich unser gesamter Freundeskreis von dem alten Wohnort, wo ich ja bis vor 2 Jahren gewohnt habe. Da macht das jeder auf der Party an. Jeder. Dorfjugend halt. Also wer das auf dem Dorf bei uns nicht angemacht hat. Dorfjugend zu tun. Ich bin auch auf dem Dorf aufgewachsen. Das ist doch keine Dorfjugend. Ja, du bist ja auch schon uralter Wendel. So, ne, ich steig aus. Ich möchte nicht mehr. Ne, jetzt ist Schluss. Also bei uns, ne, seit ich Frisches kenne, auf jeder Party Pink Fluffy Unicorn 10-Stunden-Version. Genau wie Cantina Band und ne, alle anderen. Cantina Band lasse ich mir noch gefallen bei Star Wars, aber. Ja, selbst Pink Fluffy, das gehört dazu. Wirklich. 10 Stunden. Ja, klar. Ey, wie besoffen muss man sein, um sich das 10 Stunden anzuhören? Nüchtern! Nüchtern und dann. Nüchtern. Ja, klar. Wer das im Dorf macht, gehört ja. Dann wohnst du im falschen Dorf. Also bei uns hört das ohne Scheiß eigentlich jeder. Selbst bei den Musikanten, wo ich ja früher öfters zum Trinken mal gewesen bin, als ich da noch gewohnt habe. Immer. Durchgehend. Pink Fluffy auf jeder Party. Ungelogen, auf jeder. Pink Fluffy ist halt einfach Kult. Und macht gute Laune.
Das ist mega cool. Ihr habt halt einfach alle keinen Geschmack. Ich geh mal eben aufs Klo. Davor kannst du dich aber auch nicht retten. Das ist egal, ich muss vorfahren aufs Klo. Hybrid, ist das so schlecht, wenn man Schaden hat? Ist doch besser als stinklangweilig und normal, oder? Ich find's gut, einen Schaden zu haben. Und Pink Fluffy ist auch toll. Ich find's gut. So. Das ist dann immer eine Meinung. Genau, Mappa. Genau, wir haben alle einen Schaden. Das ist ja auch das Gute daran, dass wir alle einen Schaden haben. Wäre auch sonst viel zu langweilig. Achso, ich sollte vielleicht mal meine Dinge da hochhalten, ne? Wäre vielleicht meine Option. Aua, aua, aua. Wer wirft hier eigentlich mit Wattebällen? Mit grün? Wer hat hier grüne Wattebälle? Haha. Dieses Spiel ist echt nicht für Epileptiker. Oh, ein von den Gegnern lasse ich mir ja gefallen, aber zwei sind echt. Ich Debbie, lass mich da raus. Nee, warte. Ich würde gern den anderen da haben. Eins. Ah, was ist, wenn ich das angreife? Ah, okay. Ah, Dua Lipa ist ja tot. Oh. Nein. Ich hab doch weggerollt. Und zack. Busbrecher. Alter. Aber Bootsprecher. Ich
Hui. Alter, immer noch so viel. Ich will doch nur. Und weh, ich komme danach nicht nochmal zurück in die Stadt. Oh, neue Items. Könnt ihr mal aufhören, hier die großen Viecher hinzusetzen? Das hat wenigstens trotzdem abgebrochen, das ist schon mal gut. Okay. Ah! Wieder vom Klo zurück. Ja. Ja, hier ist... Nee, alles gut, Hybrid. Alles gut. Das macht ihr bitte bloß keine Gedanken. Hm? Was denn? Was? Nee, Hybrid macht sich Sorgen, dass er alles verärgert hat. Hybrid, ich war nur scheißen, alles gut. Ich wollte das Thema dann nicht weiter anschneiden. Es war jetzt nicht böse gemeint, ich wollte einfach das Thema jetzt einmal sacken lassen. Zumindest war es halt schon wieder abgesprochen. Es war jetzt auf kein Fernsehen gemeint. Bitte jetzt keine Sorgen machen hier. Ich mache mir eher Sorgen, dass ich gleich wieder sterbe. Danke. Ah! Das war das letzte Viech? Ja. Hybrid, ich will, dass du jetzt wieder lachst. Komm, mach einen lachenden Smiley, komm. Ich wundere mich immer noch, dass ich das auf Level 45 geschafft habe gegen die Viecher. Ich wundere mich immer noch drüber. Du bist halt der Beste. Der? Wusste nicht, dass ich ein Mann bin. Beste. Hybrid, ich sag dir, lachen nicht weinen. Lachen. Die Mundwinkel nach oben, nicht nach unten. Oder es ist heute Gegenteiltag. Hallo. Wenn er das Merkel-Lachen macht, sind die halt unten. Ich hab's getan, hab jetzt Tales of Symphonia geholt. Sehr cool. Dann dabei auf jeden Fall viel Spaß wird, wenn du es dann spielst. Ey, guck, wenn sie es gut, das müsste ich wahrscheinlich auch spielen. Also. Das heißt das nicht. Ich habe auch 10.000 Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, obwohl ich sie mir geholt habe. Du, dann bei dir brauchen wir gar nicht drüber reden. Warum? Das ist Diskriminierung. Das ist Diskriminierung. Du hast zigtausend Spiele und du wirst in diesem Leben, sorry, nie alles auch nur ansatzweise einmal spielen. Das weißt du nicht. Hallo, ich habe dir Scepter Rakor geschickt. Ich will, dass du das spielst. Wann tust du's? Wow, vielleicht mal in 20 Jahren oder so. Da lebe ich vielleicht gar nicht mehr. Ja, aber in 20 Jahren kannst du dann ja nicht behaupten, wenn ich es in 20 Jahren spiele. Kannst du nicht wenn behaupten, ich dass ich es nie gespielt kann habe. Ich ja nicht behaupten, das kann ich ja nicht beweisen, dass du es gespielt hast oder nicht. Wer weiß? Ich lebe noch 20 Jahre. Oh, ich gebe dir ein Jahr. Ja, ein bisschen mehr bitte schon. Das wäre sehr nett, also... Der hier wird 120, wenn sie nicht vorher stirbt, hallo? Ja, ist so, ne, Dufte? 120 plus, bitte. 120 plus, wenn ich nicht vorher sterbe. Ich möchte noch so lange für Sina da sein, wie es geht. Wenn sie geht, dann kann ich auch gehen, aber so lange gib mir bitte noch. Nee, anders kann ich mir nicht leisten, hätte auch gern Tales of Arise genommen. Ist aber vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du Tales of Symphonia anfängst. Also, ich finde Tales of Symphonia, wie gesagt, gut. Es ist nicht das Beste der Reihe, meiner Meinung nach, aber es ist eigentlich ein ganz guter Anfängerteil, wenn man Tales noch nie gespielt hat. Also, mit Tales of Symphonia kannst du eigentlich nichts falsch machen. Es sei denn, dir liegen halt JRPGs nicht, dann ist es halt das komplett falsche Spiel, aber
Das glaube ich bei dir halt nicht. Dann bin ich beruhigt. Wie gesagt, ich habe auch mit Tales of Symphonia angefangen. Man muss sich zwar auf das Spiel einlassen und auch auf die Kampfsteuerung. Ist eine ganz andere als in diesem Spiel hier. Ähnlich, aber anders. Also man muss sich da wirklich Zeit für nehmen, drauf einlassen, aber ansonsten eigentlich der perfekte Anfängerteil, finde ich. Und wie gesagt, storytechnisch echt gut. Aber es gibt das so. Aber du hast da definitiv nichts falsch mitgemacht. Da gibt es andere Teile, die ich angespielt habe, die etwas schlimmer sind. Tales of Vesperia zum Beispiel finde ich am Anfang recht langatmig. Trotzdem mega gut. Also das Spiel insgesamt ist halt echt richtig, richtig gut. Aber am Anfang halt echt langatmig. Ebenso wie Tales of Graces F, aber das gibt es ja nicht auf Steam. Ich glaube, Tales of Vesperia legt direkt los. Das habe ich nur mal angespielt. Tales of Vesperia weiß ich tatsächlich gar nicht. Das hier legt auch zum Beispiel direkt los. Da hast du nicht viel groß wird eingewöhnen und so weiter. Ich kaufe nur Spiele, die ich auch wirklich spielen will und werde. Gibt auch nichts und sonst aus. Jo. Bei mir ist halt das Problem, ich habe halt auch vieles geschenkt gekriegt, ne? Zum Beispiel von... nicht unserem Dufte hier, sondern vom Dufttypen, also ne? Der, mit dem ich da ja auch in FF14 raide. Von dem habe ich zum Beispiel auch ab und an mal, wenn er irgendeinen Code oder sowas übrig hatte, von Spielen, die er schon hatte, habe ich das halt zum Beispiel auch gekriegt. Und das sind dann halt meistens nur Spiele, die ich dann halt tatsächlich erst meine Spiele. Ich hatte einfach die Zeit nicht gehabt. Die Spiele, die ich mir selbst geholt habe, spiele ich in der Regel auch. Konsole jetzt ausgenommen. Es ist jetzt erstmal nur PC. Konsole ausgenommen. Bei Konsole sieht es anders aus. Aber PC-Spiele, die ich mir selbst kaufe, die spiele ich auch. VLP? Ja. Hast du eigentlich eine Xbox 360? Ja. Habe ich. Dann musst du dir unbedingt Eternal Sonata holen. Ist das nicht schwer zu bekommen oder war das ein anderes? Nein, das ist, das kostet eigentlich. Und das ist nur noch 15. Okay. Also vom Preis jetzt nur noch 15, aber das Spiel ist, also ist auch ein Rollenspiel, ist sehr genial. Und der Soundtrack ist, oh Gott, mega gut. Also ich weiß von einem Xbox-Spiel, das war mega schwer zu bekommen. Ich weiß aber halt. Aber wenn es das nicht ist, dann ist gut. Nein, das ist nicht. Zu viel Spiel und zu wenig Zeit zum Spielen. Ja. Ich frag doch keiner. Ich würde dich ja fragen, aber da sind wir wieder beim Thema. Ich habe eigentlich ja genug. Ja? Ich habe halt eigentlich. Aber komm, ich würde gern. Danke. Dann setze ich das einmal ein. Müssen wir jetzt gerade mal zusehen, wie sie an Heilung kommen. Arise wird ja irgendwann auch günstiger. Arise, muss man ja bedenken, kam erst letztes Jahr an meinem Geburtstag raus. Also das ist noch kein Jahr alt. Also das wird noch ein bisschen dauern, bis Tales of Arise günstiger wird. Halt mal so die Sales abwarten in Zukunft. Das ist zum Beispiel das andere. Aber wie gesagt, ich habe halt auch genug. Verpassen. So, können mich ein Heiler wiederbeleben? Danke! Siehst du, die hören mich. Ich habe gesagt, sie sollen mich wiederbeleben und sie haben mich direkt wiederbelebt. Ja. Das soll wohl so sein. Ja. Ein Hauch von Schicksal. Mhm. Ach, die sind einfach. Lassen wir sie mal in den Glauben. Das ist so, das ist eine Tatsache. Du denkst dir auch, das Mikrofon geht nur in eine Richtung, ne? Nee, das geht in beide. Ach so.
Bei jeder Aktion mache ich jetzt immer Dead. Wir sind fast Stufe 54. Muss das sein, dass du das jetzt bei jeder Aktion machst? Was? Muss das sein, dass du das jetzt bei jeder Aktion machst? Ja. Bestimmt auch die Option, dass du es einfach nicht machst? Nö. Ich muss mal kurz meinen Vertrag durchgucken. Ja, da du das Kleingedruckte nicht gelesen hast, ne? Ja, stimmt in die Augen, Mann. Ja, aber jetzt hast du halt den Salat, ne? Ja. Und kommst du aus dem Vertrag auch nicht mehr raus. Der ist bindend. Der Scheiße. Endet erst mit deinem Tod. Und eigentlich auch da nicht, weil deine Seele ist an den Stream gebunden. Ähnlich darf wie bei Davy Jones. Darf man das Effort sagen? Nein. Okay, du bist festgefuckt. Oh, ich bin festgefuckt, Scheiße. Wie gesagt, denk an Davy Jones. Denk an Davy Jones. Das ist genau das Gleiche. Ina, was? Pennt die da vor sich hin? Ja, ich habe einen super Wachhund, geil. Also unser Hund, ne? Wegen den Tentakel im Gesicht. Was? Ja, Davy Jones hat da Tentakel im Gesicht. Ja, aber ich ja nicht. Ja, ich auch nicht. Na, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Hallo? Wer muss real sein? Hat ich Tentakel im Gesicht? Vielleicht. Bin mir nicht sicher. Man darf nur einmal alle 10 Jahre an Land. Man darf nur einmal alle 10 Jahre ans Tageslicht. Ich muss mir das echt verkneifen, was ich da gerne gucke. Bing! Ach, das war das falsche Geräusch. Na egal. Miau! Wird's ab jetzt heißt sie ist. So, nochmal von vorne. Ab jetzt jede Aktion mit. Was alle 10 Jahre ans Tageslicht. Nicht schlimm, ich stehe zu meiner Kellerbräune. Ja, ne? Ich auch. Kellerbräune ist die beste Bräune. Ich bin auch was für eine Kalkleiste. Bestimmt. Schau mal in den Spiegel, Mann. Frau, bitte. Ich bin eine Frau, immer noch. Schau mal in den Spiegel, Frau. Gleich kommt, glaube ich, wieder eine Sequenz. Ja, ich weiß, was erhalten. Ich will nur nicht wissen. Hat das 3 Energieseparator? Wind, Licht, was? Was passiert, wenn ich das tue? Ich habe nicht gespeichert, scheiße. Okay, ich weiß nicht, ob ich das machen muss. Ich speichere einmal kurz. Ja, wenn mir das so bunt wird, lade ich dann einfach. Wenn mir das so bunt wird, sag ich, warum sind Schmetterlingsflügel? Ich hab so meine Liste an die. Schon sowas runter. Macht euch bereit. Oh Mann. Ja, dann 4 Erfolge auf jeden Fall euch. Ich muss noch mit so einem Pott landet. Bleib ruhig am Handy. Bleib ruhig am Handy. Alles andere lohnt sich nicht. Ich würde sagen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Was, Kai Uwe? Was? Was, Kai Uwe? Oh.
Aber Halbe, du kannst zumindest nicht mehr behaupten, dass du nie was gewinnst. Die Tasse zum Beispiel hast du gewonnen. Aber das Spiel habe ich sogar schon. Zweimal. Kann mich einer wiederbeleben? Ja, Moment. Engel! Ah ne, Erzengel. Das wäre für die volle Heilung. Es gab auch so unglaublich... Ja, was heißt schlecht, kann man nicht sagen. Das war aber kein Glück, die Tasse. Sondern, was war das dann? Natürlich war das Glück. Weißt du, wie viele an dem... Es waren, glaube ich, 6 Leute an dem Morgen im Pott, die halt mit... Ja, geboten haben, also mit ne, sich da eingetragen haben bei den Tickets. Die Tickets geholt hatten und es war Glück. Das gekriegt hast. Ich weiß gar nicht, die Wahrscheinlichkeit bestand bei... Ja... 100 durch 6. Kann einer Mathe? Ich weiß nicht, wie viel Prozent das ist. E-Quadrat durch D-Quadrat. Ja, genau so. Ich habe keine Ahnung. Müsst die nachgucken. Ich glaube, bei Stream Elements kann ich das nur nachgucken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war. Ich habe ja auch nicht, also ich kann bestätigen, der Cappuccino mit Schuss schmeckt aber definitiv besser als ohne. Nein. Was? Generell auch noch mit besser. Schuss? Nein, also das schmeckt generell. Ich werde es einfach mal holen. Ja, ist besser. Und wann hast du das Spiel jetzt durch? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich das, was ich jetzt hier gerade mache, ob ich das machen muss. Dufte, mach ruhig. Hau raus. Wenn du die loswerden willst, hau raus. Die Möglichkeit besteht. Ich wünsche allen viel Glück dabei. Mich stört's nicht. Ein Stream mit gewissen Vorzügen. Die Lurker sind fick. Wie gesagt, das liegt alles in eurer Hand. Ich akzeptiere es nur. Wie gesagt, ich halte mich da sowieso raus. Such da freie Hand. Hä? Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Um die Keys, die Dufte gerade raushaut, die wir spielen bei Steam. Aus gerade Stream Keys raus. Willst du also nicht unter der Grafikkarte laufen? Also, nein, danke. Bei mir schon. Und ich glaube, ich hab's auch auf der Konsole. Ja, bei dir. Ja, ich würde ja mal PC ausleihen, aber den brauche ich leider noch. Zukunft. Du hast ja auch 64 GB RAM. 80 GB Grafikkarte, Festplatte. Nee, so viel habe ich nicht, nee. Festungsrüstung, okay, hier gibt's Rüstung. Welchen habe ich denn lang gesehen? Meiner war es nicht. Hm? Nee, Mappa, noch keinen neuen PC. Okay, die Sachen sind schlechter, nee. Wahrscheinlich ist es für jedes unterschiedlich, aber nee. Dann mache ich das jetzt hier nicht zwingend. Es sei denn, ich muss das dann gleich machen, aber ich glaube, dass das hier lasse ich tatsächlich mal aus. Ich würde es ja gerne richtig zum Ende bringen. Wenn wir dann irgendwann versuchen, die 100% zu... Oh scheiße, wir müssen es machen. Oder? Ah nee. Immer nur eins, glaube ich. Hier, warte. Jetzt kannst du weitervögeln. Was kannst du weitermachen? Was? Er kann weitervögeln? Wühlen. Ach so. Mein Hund. Oh. Okay, ich musste also zumindest eines. Eines musste ich zumindest machen. Ja, es war eine festgestellte Übertragung, wurde gestoppt, bis die Sicherheit bestätigt wird. Was? Okay, ich komme auf jeden Fall nicht wieder zurück. Könnte sein, dass das der Endboss ist. Könnte. Weiß es aber nicht. Meinen Arsch. Wenn es um Elix geht, Elix ist cool. eine Art FF14. Aber das ist fies, aber naja. Ich schenke dir was zu Weihnachten. Ich muss Special Rising Dawn.
強く生きるため弱さを隠して恐れずに挑みがらしまる。